Ich bitte Sie einfach mal nach innen zu schauen, nach innen zu spüren. So beginnt der Franziskaner seine Buchvorstellung in der Münchner Buchhandlung Lesetraum des St. Michaelsbundes. Der Titel seines neuen Werkes: Sehnsucht, Spiritualität. Ganz einfach erklärt, Spiritualität kommt von dem Wort Spiritus und es ist lateinisch und heißt Geist. Also die geistige Dimension des Menschen, die religiös-geistige Dimension wird da betont. Menschen sind auf der Suche nach Gott und diese Suche hat einen modernen Namen bekommen: Spiritualität. Das hat der 52-jährige Theologe bei der Arbeit zu seinem Buch festgestellt. Zu ihm kommen viele Menschen, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen. Wofür bin ich hier auf Erden? Die uralte religiöse Frage. Was mache ich mit meiner Lebenszeit? Was ist der Sinn? Und wenn man das sucht und findet, das ist so ein Spruch von mir, der mich schon seit Jahren begleitet: Wenn du dich wirklich auf die Suche machst, dann kommt dir das Gesuchte entgegen. Das heißt, wer wirklich sucht, der findet. Christoph Kreitmeier ist studierter Theologe und Sozialpädagoge. Er sagt, jeder von uns kann einen Weg zur Spiritualität finden. Aber was bedeutet Spiritualität für ihn selbst? Für mich ganz entscheidend, eigentlich die Grundlage meines Daseins. Seit 30 Jahren bin ich Franziskaner und schon vorher, also ich bin jetzt 52, schon vorher gesucht nach tieferen Zusammenhängen, nach dem Sinn des Lebens. Und den habe ich gefunden, denke ich, in der Spiritualität. Da haben wir das Wort schon wieder, des heiligen Franz von Assisi. Also christlich und franziskanisch. Spiritualität ist quasi für mich wie ein Magnet und wie eine Schwungfeder in meinem Leben. Rund 10 Monate hat er an seinem inzwischen 4. Buch gearbeitet und will den Lesern damit eine Art Lebenshilfe geben. Der Mensch ist immer ein Suchender und kommt letztlich nie so ganz an bei der totalen Zufriedenheit, sagt sogar der Dalai Lama, der jeden Tag 5 Stunden meditiert. Der Pater Christoph ist permanent on the road des Weiserwerdenwollens und der Suche. Spiritualität. Für den Franziskanermönch jedenfalls ist das die Schwungfeder fürs eigene Leben, wie er selbst sagt.